Zum Auftakt stand am Morgen der erste Durchgang im Riesenslalom auf dem Programm. Trotz schwieriger Witterungsverhältnisse haben es die Organisatoren des Rennens geschafft, eine erstklassig präparierte Piste bereitzustellen. Einer der Verantwortlichen dafür ist Florian Beck, der diese Aufgabe auch bei der kommenden Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen übernehmen wird. Doch bevor es soweit ist, gilt seine ganze Aufmerksamkeit der Piste in Oberjoch. Unsere vorrangige Arbeit ist natürlich, den Trainingsbetrieb sicherzustellen. Aber beim Trainingsbetrieb brauchen die gleichen Bedingungen wie beim Wettkampf. Und wir am Bundesstützpunkt, wir haben also Voraussetzungen oder die Maßgabe wie Weltcup. Das heißt, wir haben immer eine Weltcup-präparierte Piste. Das über 3 Monate, über die Haupttrainingszeiten. Von daher ist das über den ganzen Winter einfach anstrengend. Das heißt, manchmal 1-2 Stunden Schlaf. Und dann geht es halt 48 Stunden weiter. Solche Dinge, mit sowas müssen wir rechnen, je nach Wettersituation. Und die war heute zunächst wenig erfreulich. Eine dicke Nebelsuppe lag über dem gesamten Hang. Das machte die ohnehin schon knifflige Strecke nicht unbedingt leichter. In Zukunft hofft man hier, irgendwann auch mal einen Weltcup austragen zu können. Grundsätzlich ist der Hang sehr schwierig. Und die, wie ich schon gesagt habe, auf Weltcup-Niveau präpariert, macht es natürlich noch schwieriger. Wir haben aber auch Optionen in der Mittellinie, wo man nur in Anführungsstrichen Kunstschnee haben, also nicht so vereist wie die Balkenpiste, wo wir dann das Slalom stattfinden. Und ganz auf der rechten Seite, wenn wir raufschauen, da haben wir Naturschnee. Also so haben wir können sämtliche Bedingungen erfüllen, vom Naturschnee bis zur Balkenpiste. Vor dem eigentlichen Rennen konnten vielversprechende Allgäuer Nachwuchsfahrer als Vorläufer ihr Können unter Beweis stellen. Im Wettkampf selbst lagen die größten Hoffnungen aus unserer Sicht auf Riesenslalom-Talent Stefan Luitz. Nach dem ersten Lauf aber war er von seiner eigenen Leistung sichtlich enttäuscht. Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich bin jetzt auf dem 29. Platz. Ich weiß nicht, ob ich es unter die 30 schaffe für den zweiten Durchgang. Es war nicht leicht zum Fahren heute, Bodensicht war nicht so gut und es war ein bisschen rippig, aber es wäre schon mehr drin gewesen auf jeden Fall. Ich will jetzt auf jeden Fall im Europacup nochmal unter die 30 fahren, dass ich da halt immer eine gute Startnummer habe. Weltcup sehen wir ja. Und jetzt steht erstmal die JWM noch auf dem Programm. Die ist jetzt Ende Januar, Anfang Februar und da will ich nochmal eine gute Leistung bringen. Für ihn heißt es deshalb jetzt durchschnaufen, den Durchgang abhaken und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.